Herzlich willkommen zurück zur The Division Beta, die natürlich öffentlich zugänglich ist, vom 19. bis 22. Und wir befinden uns immer noch mittendrin. Wir wollten jetzt eigentlich zur Dark Zone uns aufbegeben. Bin aber am Überlegen, ob wir vielleicht vorher noch ein, zwei kleine Nebenmissionen vielleicht machen. Einfach mal um zu sehen, ob noch ein bisschen mehr Abwechslung drin ist. Ah komm, Mineral, was sagt ihr? Gibt nicht viele anständige Menschen. Ja, aber uns gibt es noch. Ja, bislang muss ich ganz ehrlich sagen, also ich finde es gut, dass das so getrennt ist. Ich habe mal mich ein bisschen schlau gemacht. Die Dark Zone ist ja der abgetrennte Multiplayer-Bereich. Also ich finde es gut, dass man das wirklich separat vom Einzelspieler gemacht hat. Und nicht einfach komplett mit Multiplayer, dass man da über den Haufen genagelt wird. Weil ich kann mir schon... Boah, Alarm! Geht denn jetzt empfange JTF-Funksprüche! Schuss durch leichte Waffen! Unter Beschuss! Plünderer haben uns im Visier! JTF, hört ihr uns? Bitte komm! Signalverfolgung. Analyse beendet. Ladekoordinaten hoch. Ja, den haben wir aber gut weggenagelt. So, einmal EMP. EMP sage ich schon, unseren Scan. Ohne sie wären wir jetzt tot. Wir greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Die werden uns gar nicht mehr angreifen. Feindkräfte nähern sich. Tangos im Anmarsch! So, von wo? Raus und kämpfen! Lasse Schuss. Den hätten wir. Oh, was soll denn das jetzt? Da steht der vor uns einfach auf. Tangos im Anmarsch! Sauber! Diese verdammte Mob ist überall! Komm, zeig dich! Ziel ist sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Sehr schön. Ohne sie wären wir jetzt tot. Das hätten wir ohne sie nicht geschafft. Wir greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. So, dann wollen wir doch mal hier einmal reingucken. Vielleicht gibt es ja hier noch ein bisschen Loot. Tatsache. Plus ein Elektronik. Noch mehr. Praktisch, dann schlagen wir sie. Das war fantastisch. Na, hat sich doch gelohnt. Mal gucken, was man damit denn später anfangen kann. Alles Glück der Welt da draußen. Ja, das werden wir brauchen. Vielen Dank. So. Da hätten wir auch noch einen Kampf. Geiselrettung sogar. Ja, Geiselnahme können wir in unserer Stadt leider nicht dulden. Nichts zu machen. Moment. Dazu haben sie keinen Grund. Ja, du aber auch nicht. Hallo? Locker. Ich bin locker. Entschuldigung wegen der Räuspe heute, aber irgendwie habe ich heute einen Frosch im Hals. Ich weiß nicht. Ja.
Was ist denn davon los? Sag mal, wird die da überfallen? Hör damit! Ey, Freundchen! Ich habe hungrige Kinder! Weg. Ja? Und ich hab einen lockeren Ab. Wir nehmen unseren Beruf doch ziemlich ernst. Und was mit der... Warnung! Feindpräsenz entdeckt! Ah. Was mir in den letzten Folgen aufgefallen ist, ich habe die Grafik zwar hochgedreht gehabt, aber habe das nicht bestätigt. Also jetzt spiele ich gerade komplett auf höchsten Maximum bei einer 1900er Auflösung. Und ich muss sagen, also optisch, das macht schon ziemlich was her. Ach, da vorne eher. So, mal ein bisschen. Bleiben Sie cool. Vorne. Ich habe nichts gegen Sie. Na, Cleaner. Ist nicht euer Ernst. Na toll. Und daneben geschossen. Komm, nachladen, Junge. Na komm hoch. Warnung, Feindpräsenz entdeckt. Boah, noch mehr Cleaner. Gute Nacht. Na, das funktioniert ja schon besser. So, hier soll irgendwo ein Schlüssel sein. Wir haben mich eingesperrt! Irgendwo muss ein Schlüssel liegen! Ich such den Schlüssel ja schon, Jung. Zivilisten sind jetzt sicher. Vielen Dank. Das war schrecklich. Keine Ursache, Jung. Ich muss so schnell wie möglich hier weg. AK-47. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja. Haben wir wieder was zum Verkauf? Ja, ich muss sagen, das Spiel macht schon echt Fun. Also, die ganze Aufmachung, die ist echt nett. Also wenn das im Multiplayer wirklich auch so nett ist, dann hat das Spiel echt Potenzial. So, da haben wir noch einen Einsatz. Den werden wir noch machen und dann werden wir uns wirklich mal zur Dark Zone aufbegeben. Mal gucken, wie der Multiplayer ist. Vielleicht fallen wir uns auch alle in den Rücken und knallen uns freudig über den Haufen. Weiß man ja alles nicht. Oder aber auch. Ich bin ja Schlimmstes von DayZ gewohnt. Die Dark Zone ist abgeschottet und das aus gutem Grund. Dort hat die Infektion am heftigsten zugeschlagen. So sehr, dass weder wir... Ach, das ist schon die Dark Zone hier. Dark Zone-Händler. Blödmann, hier drüben. Gucken Sie ruhig. Ich erfülle alle Ihre Wünsche. Oha. Aber ab Level 8 erst. Schnellwechselmagazin. Nett.
Sie werden es bedauern, nichts von mir gekauft zu haben. Fragen Sie nicht, woher das ist. Karabiner. Wir sind hier fertig. Warnung, Biogefährdung, kontaminierter Bereich. Passen Sie auf sich auf, Agent. Denken Sie daran. Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Backup aktiviert. System neu gebootet. Was geht jetzt hier ab? Warnung. Sie betreten jetzt die Dark Zone. Ich bin ja überhaupt nicht skeptisch. Ich weiß auch nicht, wenn wir über den Haufen geschossen wären, ob unser Loot weg ist. Keine Ahnung. Abholbereich. Wieder Klasse 1 bis 7. Ah, das scheint irgendwie noch aufgegliedert zu sein. Salatfingers. Nett. Ach, da hinten ist irgendeine Bergung oder was? In einer Minute. Na komm, das gucken wir uns mal eben noch an. Helikopter im Anflug! Wir sind auf jeden Fall nicht alleine hier. Kann man hier überhaupt auf irgendeiner Taste schreiben? Erstmal beobachten hier. Wir haben leichtes Spiel. Wir sind der falsche Gegner. Schande. Ja, das ist ja schon hart. Das gab mal voll auf die Mütze. So, dann können wir gleich mal gucken. Gucken Sie ruhig. Ich erfülle alle Ihre Wünsche. Ah ja, also unser Equipment kann keiner klauen. Gut. Naja gut, wir haben die letzte Billigwaffe auch noch. Sagen, da begeben wir uns jetzt doch mal hin. Oh, das war keine Absicht.
Aber ich glaube, das hat er auch gemerkt. Eine Maschine ist im Anflug auf ihre Position. Hat der uns voll zusammengeschossen. Für 6? Verdammt, ist das kalt. Aber ein Schaden, heftig. Jagt ihn aus dem Versteck! Warum dauert das so lange? Na, mein Freund? Tut was zu tun, euch in Sicherheit! Also Dark Zone gibt es wohl extra Punkte. Na, typisch. Du Bastard! Alter, was hält denn der aus? Heiliger. Ah, alle in der Dark Zone, was? Alle Objekte in der Dark Zone sind kontaminiert. Okay.